Musste ich was drücken? Ukraine ruft Percival. Melde dich, Percival. Gallagher, bestätigen. Gray, Sebastian. Meldet euch. Bitte. Hart am Rumstöhnen, ey. So, ich wollte eben die Sequenz nicht unterbrechen, aber ich muss mich mal hier gerade mal zudecken, weil ich habe ja die Heizung ausgemacht und jetzt wird mir kalt. So. Also was heißt zudecken? Eine Decke umlegen und ich wollte das genau deswegen nicht während der Sequenz machen. So. Wunderschön. So, dann können wir mal hier durch die ganzen Trümmer weiter streifen. Auf jeden Fall ist unser schönes Luftschiff abgestürzt. Kannst ein bisschen schneller. Dankeschön. So, Ihmchen hier ist verbrannt. Ja. Hallo. Ach, komm. Ich will was schneller, bitte. Verdammt. Oh, der ist auch hinüber. Los! Gray! Um Himmels Willen, antworte! Izzy, ich bin hier. Izzy, kannst du mich hören? Du musst es doch nicht direkt wegschmeißen, wenn es nicht mehr funktioniert. Der Tesla kann das doch reparieren. Los, lauf! Auch wenn alles zusammenbricht. Lucan, Sagramore, Alien. Wir haben keinen Kontakt mehr zu Percival und Gallagher. Ich brauche jeden verfügbaren Ritter umgehend in der Nähe des Kristallpalastes. Ich bin's. Gray? Gray, melde dich! Wo zum Teufel bist du? An alle! Sir Galahad ist am Leben! Findet ihn! War das nicht gut genug? Also ich fand, das war schon sehr gut. Ich muss das Stand dreimal machen. Da bin ich ja beruhigt. Dieser Standardschrei. Nein! Ich mach das alleine. Ihr beide geht zum Rat.
Gray. Schon in Ordnung, Izzy. Ich bin rechtzeitig zur Zeremonie bei euch. Mes pensées sont avec vous, messieurs. What? Mein Beileid. Sir Percival war ein großer Mann. Unser Bester. Ich war so frei, das hier an mich zu nehmen. Ich weiß, dass das gegen die Regeln ist. Sieht aus wie eine Taschenuhr. Was soll ich damit machen? Grayson. Erstmal looten. Er gibt dir keine Schuld an dem, was passiert ist. Vertreib diese Gedanken. Wie kann ich das? Er war mein Mentor. Mein Bruder. Das war er. Aber denk an die anstehenden Feierlichkeiten. Der Rest kann warten. Es sind so viele Fragen offen, Alistair. Ich muss Antworten finden. Mallorys Tod wird gerecht. Diese Rachegedanken dürfen nicht von dir Besitz ergreifen. Sonst wirst du wahnsinnig. Komm. Der Rat erwartet uns schon. Lord Hastings ist auf dem Weg vom Vereintes Indienhaus. Er möchte sich persönlich bei dir bedanken, weil du ihn und die Passagiere des Schiffs gerettet hast. Die Vereintes Indien Company steht tief in deiner Schuld. Mehr als 6 Jahrhunderte war der Ritter namens Sir Percival ein Teil unserer Bruderschaft. Er sah ganze Königreiche untergehen und andere vorübergehend an ihre Stelle treten. Er sah den Aufstieg der Halbblüter und hat sie unnachgiebig verfolgt. All dessen wurde er Zeuge, weil er hiervon gesegnet wurde. Der Gral. Das Schwarzwasser, das durch unsere Adern fließt. Das Band, das diesen Orden vereint. Das Elixier, das alle Wunden heilt und das Leben der Menschen verlängert. Und doch verleiht es keine Unsterblichkeit. Jetzt ist Sebastian Mallory einst Sir Percival tot. Es gibt die Tradition, in unserem Orden die Ritterschaft nur zu gewähren, wenn einer jener, die diese Ehre und Bürde tragen, gestorben ist. Generation auf Generation haben neue Ritter die Namen ihrer Vorgänger übernommen. Wir haben uns heute hier aus solch einem ehrwürdigen Anlass versammelt. Aus altem Blut.
spendet der Gral neues Leben. Schwört ihr, Marie-Joseph, Paul Yves Roche, Gilbert du Mortier, Marquis de Lafayette, die hehren Prinzipien unseres Ordens zu ehren? Gelobt ihr, euer Leben in den Dienst unserer Sache zu stellen? Von ganzem Herzen. Trinkt. Möge der Gral euch Leben spenden. Durch diese Kommunion seid ihr nun Teil unseres heiligen Bundes. Fortan soll nur euer Blut diese Fiole füllen. Möge das Schwarzwasser euch stärken, nutzt es stets weise. Ich taufe euch, Sir Percival, Diener des großen Königs und Ritter der Tafelrunde. Steht auf, Sir Percival, und nehmt euren Platz an unserem Tisch ein. Wachen! Bringen Sie Sebastian Mallorys Leichnam aus dem Versammlungssaal in die Krypta. Jetzt wissen wir auch, wie die Leute zu ihren Namen gekommen sind. Ich rufe diesen Rat zur Ordnung auf. Möge die schreckliche Tragödie, die über uns gekommen ist, jenen als Warnung dienen, die dem Mandat dieses Amtes trotzen. Sebastian Mallory verlor sein Leben nicht im Kampf gegen die Halbblüter. Nein, er wurde Opfer seiner eigenen, unbedachten Handlungen und der Nachlässigkeit jener, die einen Eid auf ihre Pflicht und Opferbereitschaft geleistet haben. Und zu welchem Zweck? Lord Kanzler, ich muss... Öffentliche Gebäude zerstört! Unschuldige Menschen in Gefahr. Unschätzbarer Schaden am Eigentum der Vereintes Indien-Kompanie. Nur durch die Gnade der Vorsehung konnte eine größere Katastrophe abgewendet werden. All dies und nicht ein einziger Rebell wurde inhaftiert. Im Gegenteil. Durch ihr Handeln könnten die fraglichen Ritter dem Feind einen großen Dienst erwiesen haben. Der Lord Kanzler spricht vielleicht ein wenig zu barsch. Er täte gut daran, sich zu erinnern, dass Sir Percival wertvolle Beweise für den Einsatz der Rebellen... Indizienbeweise, reine Spekulation. All dies mündete in einem erbärmlichen Desaster. Ich will nichts mehr davon hören. Mit Verlaub, Lord Kanzler. Setzen Sie sich, Sir Galahad. Mit Verlaub. Auch ich habe einen Freund verloren. Mehr als einen Freund. Ein Bruder. Es ist falsch, deinen Namen derart zu besudeln. Sie bewegen sich am Rande der Insubordination, Ritter. Ich bin mir meiner Verantwortung in dieser Affäre durchaus bewusst. Doch wenn die gleichen Umstände noch einmal eintreten, würde ich wieder genauso handeln. Wie Mallory es wollte. Mein Lord! Sirs! Die Rebellen haben Lord Hastings Kutsche überfallen. Er sitzt mit seiner Eskorte auf der Westminster Bridge fest. Alle Ritter zu den Waffen! Schützt Lord Hastings! Löschen wir diese gottlosen Rebellen aus! Sir Galahad! Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jemand wird Sebastian Mallorys Tod verantworten müssen! Verlassen Sie sich drauf. Bewaffnet euch und geht in Verteidigungsstellung auf der Brücke! Galahad, auf deinen Befehl. Los geht's!
Sir Galahad! Die Kutsche mit Lord Hastings wurde mitten auf der Brücke angegriffen. Wir wissen nicht, ob jemand überlebt hat. Lucan Egrain Percival, kommt mit! Hastings könnte noch am Leben sein. Wir müssen zu ihm. Jo, okay. Hier, der olle Dumbledore lässt sich aber auch nichts sagen, ne? Der unter Beschuss! Flintenschütze entdeckt! Rebellen erledigt! Lade nach! Okay, Flintenschützen sind halt mega ätzend, ne? Ich hab keine Ahnung, wo ich gerade hingeschossen habe. Ziel erledigt. Feind erledigt. So, ach, da steht noch einer. Schön ist, man muss halt nicht genau draufziehen, sondern es sucht sich schon seinen eigenen Weg. Da oben! Auf dem Wagen! Wir müssen Hastings erreichen! Ich sehe nicht. Hinter mir, glaube ich. Oh, ficken. Ach, war wieder so ein Flintenmongo. Aber nicht so ein extrem gepanzerter, sondern halt nur so normal. Weil die extrem gepanzerten sind halt noch ätzender. Was ist mit dir los? Da drinnen steht einer. Okay, bitte Hastings. Dieser Teil der Brücke gehört wieder uns. Schnell! Wir müssen Lord Hastings bergen. Bin da dabei. Wir müssen Hastings rausholen. Ich gebe Deckung. Lucan, Egrain, auf mein Zeichen. Zieh den raus, wenn ich anhebe. Verstanden. Bereit? Zieh ihn raus, wenn ich anhebe. Jetzt! Wir haben ihn! Alle Mann zurück zum Palast! Gray, wo gehst du hin? Ich bringe es zu Ende. Jetzt ist nicht die Zeit für Rache. Komm wieder zu dir! Gray, halt! Sieht frei aus. Verdammt! Oh! Verfluchter Mist! Verdammt! Du sollst dich hinknien, du Idiot. Noch was. Fuck. Aufpassen, Idiot!
Gegner! Puh, okay. Gepanzerter Dreckswichser, Alter.